So, wir sind jetzt wieder an der nächsten Station, St. Michel. Und jetzt gucken wir mal, wo das Shuttle abfährt. Und ja, so sieht es dann hier aus. Da muss jemand pipi. Jetzt noch über die Brücke, dann sind wir da. Das ist eine Hitze. Nur 9. Also hier unten lang brauchen wir auf jeden Fall. So, was für hartgesotten, ne? Das ist die bittere Wahrheit in den Sommerferien am Wochenende. Ja, naja, krass. So, mal ganz kurze Berichterstattung. Wir sitzen jetzt hier, weil wir noch nichts richtig gegessen haben. Das ist die Hölle in Tüten hier. Ich kann es wirklich nicht empfehlen, auch nicht mit Hund, weil die nicht mit in den Bus dürfen. Nur wenn sie in der Tasche sind, aber wir haben keine Tasche für den Hund. So, das ist das Thema. Und jetzt müssen wir gleich wieder 6 Kilometer zurücklaufen und es ist so eine drückende Hitze. Es ist einfach... Ich bin jetzt schon fertig und muss wieder den ganzen Weg betouren. Das ist doch krass. So, das Krasse ist, ich weiß nicht, ob man das im Video sieht, da hinten fährt der Bus, also hier fährt der Bus, da stehen so schon Schlange. Da fahren die Shuttlebusse ab. So, und dann geht man hier bis über die Brücke, bis zum Ende hinten, da wo die Bäume aufhören, links ist der Ort und dann nochmal so weit. Und das sind dann ungefähr 5 Kilometer, 5 bis 6. Jetzt einfach an diese 80-jährige Dame, die zieht mich mit, dann schaffe ich das. Ich bin guter Dinge, wir bleiben einfach mal dran. So, wir sind jetzt gleich in ein paar Minuten endlich auf dem Stellplatz zurück. Ja, also es zieht sich wie Kaugummi, weil das halt auch keine schöne Strecke ist. Mein Fahrrad ist super am Damm entlang, nenne ich mal so Damm. Ja, aber zu Fuß, boah, ist halt nicht wie eine schöne Wanderung, sagen wir es mal so. Ist einfach nur zweckmäßig einmal über den Asphalt 5 Kilometer. Ah, ja gut. Immer zu der Weißware. Da sind wir. Müssen wir noch den Eingang finden.
Das ist die Frage. Ist der hier rein oder kommen? Ha? Ja, ja, ist halt die Frage, kommen wir hier rein oder müssen wir da rum? Vielleicht können wir da auch rein. Wenn wir rausgekommen. Ja, sind wir. Freunde der guten Unterhaltung. Endlich. Jetzt erstmal kühles Bier. Oh. Hey, wir müssen Windmühle, tatsächlich. So, so. Wenn man mal da ist, ist super, ne? Oh. Gucke da. Wie lange? Ja, gut. Ja, jetzt geht's ab. Es war eigentlich schon den ganzen Tag Regen gemeldet. Aber jetzt geht's los. Aber auch nur 2 Stündchen, glaube ich. Und dann ist das Thema auch wieder durch. Haben jetzt alles eingeräumt. Gegessen haben wir auch. Und jetzt trinken wir noch ein Bierchen. So. Mehr passiert hier heute nicht mehr. War ja auch anstrengend genug. War ein langer Tag. Viel gelaufen. Alles gut. Dann Müll. Karamell. Wow. Ja, gut. Oh, schon der Hammer, ne? Aber viel ist auch dasselbe, ne? 13 Pötte für 13 Euro. 3 Pötte. Da weiß man gar nicht, was man mitnehmen soll. Karamellkäse. Guck mal hier. Oh. Die gibt es auch im kleinen Format. Die sind ja niedlich. Hier solche Dinger, ne? Set. Zur Dekoration, für Crepe. Ich weiß nicht, ob wir mal mitnehmen. Wir essen nicht so viel Crepe, ne? Kekse, Kekse. Tja, man ist so leicht überfordert, ne? Ja, völlig. Guck mal hier. Aujourd'hui,
Il a plus de 200 serrures à ausculter. Echt? Les anciens l'ont fabriqué, nous on continue de l'entraîner. Okay, wir fahren jetzt weiter in die Bretagne. Stellplatz direkt am Meer. Ja, 60 Kilometer, glaube ich, sind das jetzt nochmal. Und dann gucken wir mal, was uns dort so erwartet. Und hoffen, dass das Wetter ein bisschen besser wird.